Mann, hier ist euer Abraham zurück in Cyberpunk 2077 und dieses Mal sind wir in der Mission Automatic Love. Wie? Bist du das? Scheiße, ich dachte, du wärst tot. Hör zu, ich muss Evelyn finden. Eigentlich will ich nicht über sie reden. Weißt du, wo sie ist? Was habe ich gerade gesagt? Lass es. Ich werde mich nicht wiederholen. Können wir uns treffen? Bitte? Bist du im Lizzie's? Sieh dir das mal an. Du siehst es doch auch, oder? Entweder habe ich einen Kurzschluss oder eine religiöse Erfahrung. Wie heißt die Tussi nochmal? Die mit den Haaren? Misty? Oh, ich tippe eher auf übereifrige Neuronen. Victor sollte sich das dringend mal ansehen. Thank you.
Nicht schon mal gesehen? Gesichter kann ich mir gut merken. Bar ist geschlossen. Sorry, Jude. Ich muss mit Punch und Judy reden. Ist sie in ihrer Bude? Mhm. Die Treppe runter. Ich sag Judy, dass du hier bist. Schön langsam, Kleine. Was sollen wir für dich tun? Ihn verprügeln. Und wenn das nicht mehr ich weiß nicht. Versuch's mit Waffen. Wenn nur meine Judy ist mal wieder total peinlich. Hey, wo willst du hin? Hier gibt's nichts zu sehen. Muss gut sein. Ist der Freundin von Judy. Hast du den Bagulio fertig? Schick mir nicht jedes Joy-Toy, das du triffst, hier runter. Was zur Hölle soll ich mit all denen anfangen? Wenn du es so mit Streunern hast, kümmere dich doch um deinen Gast. Sus, wir sind noch nicht fertig. Oh doch, und ob wir das sind. Du lässt einfach nicht locker, oder? Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Ich dachte, ich hätte das klar gemacht. Worum ging's da eben? Jeder in dieser Scheißstadt lebt in seiner eigenen kleinen Blase. Entweder du steigst in ihr auf, oder du versinkst mit ihr im Dreck. Susie scheint zu wissen, was sie will. Ist sie dein Boss? Bist du extra hergekommen, um nach irgendwelchen Mocks zu fragen? Hör mal, hast du Evelyn gesehen? Ich muss sie sprechen, es ist wichtig. Wieso? Damit du sie zum Sündenbock für deinen verpfuschten Job machen kannst? Ich muss wissen, für wen sie gearbeitet hat. Mehr nicht? Mehr nicht. Judy, mach dir keine Sorgen. Ich krümme ihr kein Haar. Warum sollte ich? Okay. Na gut. Evelyn ist eine Puppe. Hat früher im Clouds gearbeitet. Das Zigarettenetui auf dem Schreibtisch. Da steht die Adresse. Gib es Evelyn, wenn du sie findest. Megatower? Wie dekadent. Warte. Lass mich wissen, wie es ihr geht. Okay? Ich ruf dich an, okay? Danke. Danke, Vi. Eine Puppe. Warum überrascht mich das nicht? Du bist ein Engramm in dem verblassenden Verstand. Dich sollte nichts überraschen. Okay, dann gehen wir also ins Cloud. Warum auch nicht? So, hast du nichts Besseres zu tun? Der Streit mit Judy. Worum ging's da? Ja,
du? Was geht dich das bitte an? Bist du rundum zufrieden mit Willst du mir auch eine Predigt über Verantwortung für andere geben? Geh lieber, dein hohes Ross wartet. Ich bin nur neugierig. Neugier bringt dir absolut gar nichts, wenn du nicht die passenden Fäuste und Eier mitbringst. Weit, weit hinter dir. Durch eine Reise in die Unendlichkeit. Weißt du, was mit Evelyn Parker passiert ist? Warum fragst du mich? Du hast doch Judy schon gelöchert. Ja, aber du bist hier der Boss. Könntest mehr als sie wissen. Evelyn hat die Mocs vor einer ganzen Weile verlassen. Und wer keine Mocs mehr ist, ist auch nicht mehr mein Problem. Der Club läuft doch bestimmt gut, oder? Kostet auch eine Scheißsumme. Wieso? Willst du investieren? Nein, ich bewundere nur deine Arbeit. Wir haben den Laden vor Ewigkeiten übernommen. Frag mich jeden Tag, wie er immer noch steht. Uns geht's gut. Mehr sag ich nicht. Abgehört, ihr helft draußen manchmal Mädchen. Das ist lange her. Und wie alles, was lange her ist, war es ziemlich blutig. Wie war das? Irgendein Aufstand? Ein Mädchen ermordet von einem Tigerclaw? Nicht die erste, aber die hat's ins Rollen gebracht. Die Leute hatten genug. Die Straßen waren voll mit geballten Fäusten. Mädchen, Zuhälter, Ausgestoßene. Eine richtige Freakshow. So fingen die Mocs damals an. Ist aber lange her. Das hier ist ein Geschäft, keine Heilsarmee. Ich kann nicht jeder helfen. Muss mich um meine eigenen Mädchen kümmern. Die Mocs gehen vor. Hier geht's um Judys Wirtus, oder? Geiler Scheiß, find sogar ich. Keiner kann Judy das Wasser reichen. Schleift Wirtus wie Diamanten. Gut gesagt. Ich arbeite nicht, Schätzchen. Man nennt mich Mr. Hands. Meine Jobs im Pacific Azust, ruf mich an. Ich bin Vi. Was? Kein Schön, dich kennenzulernen? Es ist mir eine wahrhafte Ehre. Wenn du Jobs suchst, ruf an. Zurück zu unserem Gespräch. Ich muss los. Werde ich nicht aufhalten.
In dieser Mission gehen wir einem sehr interessanten Thema nach, nämlich der Prostitution und wie das Ganze, ja, wie der Umgang dann mit Droiden ist. Und die werden hier auch Puppen genannt. Ich finde das sehr, ja, sehr wichtige Aspekte, wo uns das Ganze mal irgendwann hinführen könnte. Und von daher war eine wirklich sehr interessante Mission. 50% Rabatt auf alles angeboten. Heute noch, Mann. Komm schon, lass mich nicht warten. Mach dein Ding. So wie ich das sehe, wirst du hier entweder flachgelegt oder umgelegt. Oberverkehr. Allstar. Was ist mit diesem Handgang? Sag schon. Die Braindance-Puppe für Nerdfass. Kein Zufall, dass wir schon zwei Tiger Claws gesehen haben. Das Haus gehört sicher dem. Du glaubst, Judy hat gelogen? Warum? Nenn es einfach Intuition, wie. Schon mal davon gehört? Ah, verstehe. Du hast also keine Ahnung. Sag das doch gleich. News aus aller Welt. Ich bin Gillian Jordan. Wissenschaftler von BioGuide Systems haben einen Durchbruch im Kampf gegen Multiple Sklerose bekannt gegeben. MS ist eine der wenigen Krankheiten, die nicht geheilt werden kann, indem man betroffenes Gewebe durch Implantattechnologie ersetzt. Experten okay, bei BioGuide ist es gelungen, wenn du eine Gummipuppe die durch eine Injektion ist das ein Seitensprung? Wo wir genau wissen, wonach Sie suchen. Bitte verbinden Sie sich mit dem Terminal. Verlinken Sie sich bitte. Okay, dann mal los. Hierbei handelt es sich um eine Live-Sitzung. Es kann also Unerwartetes passieren. Hören Sie aber nicht gleich auf. Ihnen könnte etwas Wunderbares entgehen. Falls Sie für das, was auf Sie zukommt, nicht bereit sind, können Sie jederzeit abbrechen. Wie lautet Ihr Safe Word? Samurai. Und gespeichert. Bitte warten Sie einen Moment. Ich scanne Ihr Profil. In einigen Sekunden sollten Sie kompatible Puppen sehen. Zwei Treffer. Interessant. Ist das nicht normal, oder? Was heißt schon normal? Sie sind eben einzigartig und haben einen besonderen Geschmack. Unser System kommt damit klar. Also, wer soll es sein? Angel oder Sky? Ich suche eine Evelyn Parker. Arbeitet sie hier? Einen Moment, bitte. Evelyn ist momentan nicht verfügbar. Ich muss sie sehen. Es ist wichtig. Der Algorithmus ist unfehlbar. Glauben Sie mir, es wird die beste Puppe für Sie auswählen. Unsere Puppen können ihre Haar- und Augenfarbe ganz ihren Wünschen anpassen. Ich bin keine Kundin. Umso mehr Grund, eine zu werden. Jeder kommt irgendwann zum ersten Mal ins Cloud. Zögern Sie nicht. Sorry, hat sie endlich was Nützliches gesagt? Scheiß aufs Menü. Lassen wir die Kellnerin sitzen und bringen unsere Sonderbestellung direkt zum Chefkoch. Also, wer soll es sein? Angel oder Sky? Soll heißen? Geh als Kundin rein und halt dich bedeckt. Die wollen nicht, dass wir ihnen in die Karten gucken? Dann spielen wir eben unser eigenes Spiel. Ich finde, Angel sieht gut aus. Eine ausgezeichnete Wahl. Jetzt zur Bezahlung. Und dann führt das Cloud sie in den Himmel. Hier, bitte. Und
Die Zahlung ist abgeschlossen. Der ganze Stock steht Ihnen zur Verfügung, falls Sie zunächst entspannen möchten. Angel erwartet Sie in Kabine 6. Verbindung bitte trennen. Das war's? Wir haben strenge Vorschriften, was Waffen angeht. Bitte lassen Sie alle gefährlichen Gegenstände bei mir. Oh, für dich machen nur zwei die Beine breit. Wir wünschen einen angenehmen Abend. Fick dich ins Knie, Johnny. Okay, warum nicht? Tu dein Bestes. Ich weiß, dass du stirbst. Woher weißt du, dass ich sterbe? Weil du es fürchtest, tief in deinem Innern. Und es nicht wahrhaben willst. Und wenn schon, was kümmert's dich? Von all den Stimmen in deinem Kopf schreit die lauteste nach Hilfe. Deshalb bist du hier. Sieh dich um. Sag mir, was du siehst. Da ist was in den Spiegeln. Weit weg. Es ist eine Projektion. Deine innere Landschaft. Genau, was ich gebraucht habe. Therapie mit einer Robonutte. Ich analysiere dich nicht. Und ich will dich auch nicht austricksen. Ich will nur dein tiefstes Bedürfnis erfüllen. Ich suche eine Frau, die mal hier gearbeitet hat. Evelyn Parker. Kennst du sie? Weißt du, wo sie ist? Du musst dich auf das große Ganze konzentrieren. Nicht auf die unbedeutenden Details. Wie Evelyn. Tu nicht so, als würdest du mich kennen. Ich will nur antworten. Aber stellst du auch die richtigen Fragen? Wie willst du verändern, was bereits geschehen ist? Ich dachte, hier werden meine tiefsten Wünsche erfüllt. Sowas habe ich nicht erwartet. Wenn Wünsche unerfüllt bleiben, werden daraus Bedürfnisse. Danach suchen wir im Clouds. Und was brauche ich so dringend? Du musst akzeptieren, dass du schon mal gestorben bist. Und das noch einmal vor dir hast. Das werde ich nie akzeptieren. Das Sterben ist eher ein Ansporn. Wenn ich davor weglaufe, umso besser. Du wolltest etwas zurücklassen. Ein Stück deiner selbst. So fing alles an. Du wolltest, dass man sich an dich erinnert. Ja, ich wollte ganz nach oben. Jemand sein. Tue ich immer noch. Aber jetzt ist das vielleicht nicht mehr möglich. Trotzdem, wenn ich schon sterben muss, will ich wenigstens in die Geschichte eingehen. Glaubst du, der Tod ist ein Verschwindetrick, nachdem nichts mehr passiert? Die ich verloren habe, leben durch mich weiter. Das werde ich auch sein. Eine Erinnerung. Oder auch die nervtötende Stimme eines Fremden in meinem Körper. Du wirst nicht mehr auf der Welt sein, aber immer noch Einfluss auf sie haben. Du glaubst also doch nicht, dass der Tod das Ende ist. Beruhigend. Ich glaube lieber nicht, dass alles einfach verschwindet. Dass ich verschwinde und danach alles einfach weitergeht. Ich frage mich, was ich dann fühle und denke. Ob ich fühle und denke. Kannst du es dir vorstellen? Nein. Ich glaube, deshalb suche ich auch nach irgendeiner Erklärung. Es muss eine geben. Und? Was passiert als nächstes? Jetzt werde ich dir sagen, was du zu tun hast. Okay.
Dann schieß los. Du bist noch nie vor etwas weggelaufen. Also fang jetzt nicht damit an. Keine Rückschritte. In dieser Stadt sterben Leute einfach so auf dem Weg zum Eckladen. Aber das hat dich nie zurückgehalten. Du hast damit gelebt. Schon immer. Aber mir geht irgendwie alles zu schnell. Um mich herum. Und ohne mich. Ich komme da nicht mit. Nur eine Täuschung. Unsere Wege sind verflochten. Unendlich. Veränderbar. Nicht statisch. Sondern immer im Werden. Und was gerade in dir passiert, könnte die Welt verändern. Hör zu, wie. Blick nie zurück. Wenn du töten musst, töte. Wenn du die Welt niederbrennen musst, lass sie brennen, okay? Danke für alles. Ich will da nicht rausgehen. Das will niemand. Aber irgendwann muss es jeder tun. Samurai. Was ist passiert? Du hast die Sitzung unterbrochen. Habe ich etwas falsch gemacht? Warst du nicht zufrieden? Das war anders, als ich erwartet habe. Hatte auf ein bisschen Nervenkitzel gehofft. Keine Therapiestunde. Ja, Baby, ich entscheide nicht, was hier drin abläuft. Dein Unterbewusstsein hat das Kommando. Dann erinnere mich daran, ihm nächstes Mal zu sagen, dass es sich verpissen soll. Erzähl aber niemandem was, okay? Hiervon. Ich wollte mit Angel sprechen, nicht irgendeinem Puppen-Algo. Evelyn Parker, was weißt du über sie? Moment mal, so läuft das hier nicht. Du kannst mich nichts übers Puppenhaus oder seine Leute fragen. Nichts in diese Richtung. Ich könnte Schwierigkeiten bekommen. Geh bitte. Geh einfach. Du musst mir helfen, bitte. Ich bin keine Bedrohung und sie steckt vielleicht in Schwierigkeiten. Ich will nur, dass es ihr gut geht. Pass auf. Ich kannte sie kaum. Und ich weiß nicht, wo sie ist. Niemand war wegen ihr hier? Hier ist nichts Ungewöhnliches passiert? Es gab einen Vorfall mit einem Kunden. Ich weiß nichts Genaues. Hier stellt man solche Fragen lieber nicht. Tom weiß vielleicht etwas. Er und Evelyn standen sich nah. Frag ihn und lass mich in Ruhe. Tom, wer ist das? Ein Freund von Evelyn. Haben andauernd zusammengehockt. Wo finde ich ihn? Gehört zu den Puppen hier. Im VIP-Bereich. Kabine 2. Danke. Scheiße. Frag bloß nie wieder nach mir. Was soll das? Ich bin jede scheiß Woche hier. Keine Zugangsberechtigung für den VIP-Bereich. Doch, die habe ich. Nein, haben Sie nicht. Sie können gern mit dem Manager sprechen. Nein, Alter. Ich spreche jetzt lieber hier mit dir. Weißt du überhaupt, wer ich bin? Das ist ein Problem. Dieser Idiot hier kapiert nicht, dass ich da rein darf. Soweit ich das sehe, wurde Ihre VIP-Mitgliedschaft entzogen. Was willst du heute? Irgendwas. Hoffe, er macht's kurz und schmerzlos. Zwei hirngewaschene Sex-Zombies an einem Tag? Scheiße. Das ist selbst mir zu viel. Hi! Ich glaube, da ist irgendetwas schiefgelaufen. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Infos über dich. Tut mir leid, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich muss Evelyn Parker sprechen. Es ist wichtig. Nicht nur du. Hab schon so oft versucht, sie zu erreichen. Ohne Erfolg. Du meinst, sie ist nicht hier? Sie hatte einen Unfall.
musste in der Spezialklinik in Osaka oder Oslo? Glaube Oslo, für ein neues Gesicht. Welche Stadt? Osaka oder Oslo? Oslo. Ja, definitiv Oslo. Hat sie dir selbst gesagt, wohin sie will? Nein, ist nur nicht zur Arbeit erschienen. Ging auch nicht ans Telefon, also habe ich Woodman gefragt. Er hat gesagt, sie ist weggegangen. Wo finde ich diesen Woodman? Hat wahrscheinlich im Hinterzimmer die Füße hochgelegt. Aber da dürfen Kunden nicht rein. Woodman, wer ist das? Mr. Forrest. Aber jeder nennt ihn Woodman. Keine Ahnung warum. Okay, also Mr. Forrest. Was macht er so? Er ist sowas wie ein Hausmeister. Findet neue Leute, kümmert sich um Probleme. Okay. Ob dieser Woodman endlich etwas Licht in diese verfickte Situation bringt, hoffen wir es. Die schädelschwemmenden Puppen. Ah, die sollten die mal ersetzen. Übers Schiss. Da, siehst du? Um 2 Uhr nachts haben sie ihre ganze Security in den Club gerufen. Und die Tiger Claws als Verstärkung obendrauf. Sei ein Schätzchen und mach die Tür beim Rausgehen hinter dir zu. Wie du siehst, bin ich beschäftigt. Ich suche eine Frau namens Evelyn Parker. Hier arbeitet keiner, die so heißt. Aber früher mal. Was ist mit ihr passiert? Hat wahrscheinlich gemacht, was alle Puppen wollen. Einen Gönner fürs Leben gefunden. Kannst was Besseres kriegen. Versuch's mit Roxy in Kabine 2. Gleicher knackiger Arsch. Verhaltenschip macht den Rest. Wirst keinen Unterschied merken. Man nennt dich Woodman, oder? Weil du so viel Ausstrahlung wie ein Baumstamm hast? Ich habe das Gefühl, du missverstehst die Lage, in der Lage? Du dich befindest. Welche Lage denn? Meinst du, ich gebe einen Scheißdreck auf jede dumme Hure, die hier reinschneit?
Hör zu, du Astloch. Du pisst mich echt an. Deine Einstellung, Füße auf dem Tisch. Glaubst du, du bist der erste Wichser, der versucht, mich loszuwerden? Wie wär's, wenn du mir einen bläst? Na komm. Vielleicht zerquetsche ich dir auch einfach mit bloßen Händen den Schädel. Du willst sicher nicht rausfinden, ob ich das wirklich kann. Ah, bepiss mich jetzt schon. Ja. Lies die Wahrheit von seinen leblosen Augen ab. Oder scanne als ein Gag. Das könnte funktionieren. Verkauft? Der Chip war hinüber. Vielleicht sollte er ihn retten. Ein Ripper namens Fingers in einer finsteren Gasse. Klingt wie der Traum jedes Joy-Toys. Nur Mörder, das da.
Kinn und Ewing erklüpfen, Cersei. Saubere Arbeit. Schon mal daran gedacht, dich beim Diplomatenkorps zu bewerben? Das ist ein Seitensprung. Meinst du, Fingers hat sie? Glaubst du, wir finden sie da? Wie? Wenn ich hell sehen könnte, wäre ich jetzt kein abgewichster Geist im Kopf von einer wandelnden Leiche. Weil das Loch da Fleisch landet. Zum Logisch, oder? Hab keine Zeit für Diplomatie. Kann ich nachvollziehen. Klar kannst du das. Du würdest am liebsten den ganzen Laden unter einem Atompilz begraben. Viel zu übertrieben. Ich habe andere Methoden. Aber eins steht fest. Die Claws werden das nicht vergessen.
versucht und das ging schief. Und jetzt bist du völlig fertig. So findest du Hellmann nie. Wissen, wie du den Chip loswirst. Selbst gesagt, du willst mich tot sehen. Seitdem habe ich dir doch wohl klar gemacht, dass das nicht mehr so ist, oder? Ich will, dass du am Leben bleibst. Ich habe schon mal gefragt, was willst du von mir? Ich habe eine zweite Chance gekriegt. Und die lasse ich mir auf keinen Fall entgehen. Arasaka und ich haben noch eine 50 Jahre alte Rechnung offen, die ich begleichen will. Und dafür brauche ich dich. Aber wozu? Für uralte Ideale oder persönliche Rache? Das musst du nicht wissen. Du sollst mich nur von A nach B bringen. Hör zu. Ich weiß gewisse Dinge, die uns helfen könnten, dein Leben zu retten. Du wirst den Chip los, ich hau Saka eine rein. Win-win. Wir brauchen den Soulkiller. Und wir kommen über Mikoshi an ihn ran. Du weißt schon, dass du nur eine lästige Halluzination bist, oder? Sollte dich einfach ignorieren. Und du bist eine wandelnde Leiche. Dann warte ich halt, bis dein Verstand weg ist und ich übernehmen kann. Du kleiner Wichser. Aber wie du siehst, habe ich mich entschieden, dir zu helfen. Zuerst müssen wir nur was finden. 7 Buchstaben. Fängt mit M an. Was genau ist dieses Mikoshi eigentlich? Okay, von vorn. Wenn du verlinkt und im Net unterwegs bist, kann Arasaka dich frittieren und mit Soulkiller deine Psyche, Verstand und Seele fangen. Und? Kannst du noch folgen? Ja, hab die Erinnerungen gesehen. Haben dich schön dran gekriegt. Okay, wir haben scheinbar noch was zu bereden. Aber das muss jetzt warten. Also, wenn dich Soulkiller frittiert und röstet, stirbst du zwar, aber dein Verstand wird vorher in ein Engramm kopiert. Sicher. So bist du zum Konstrukt geworden. Genau. Mikoshi ist der Ort, von dem aus Soulkiller agiert, wo die Engramme gespeichert werden. Mikoshi nun mit meinem Chip-Problem zu tun? Du bist nicht gerade die hellste Birne im Lampenladen, hm? Vor 50 Jahren war Mikoshi der einzige Ort auf Erden, wo man am menschlichen Verstand operiert hat. Heute bestimmt immer noch. Ich sag's dir, dort wird alles enden. Du bringst dein Ding zu Ende und ich meins. Und wie willst du Arasaka diesmal fertig machen? Noch ein atomares Ass im Ärmel? Ja, nur diesmal heißt es Alt Cunningham. Sollte ich den Namen kennen? Noch nicht. Erst wenn wir haben, was wir suchen. Wir sollten keine Zeit mehr verlieren. Wir müssen nach Mikoshi.
Okay, du rufst tatsächlich an. Evelyn ist nicht mehr im Clouds. Ihr Verhaltenschip wurde beschädigt. Offenbar hat man sie an einen Ripper-Dog namens Fingers vertickt. Oh, Scheiße. Weißt du, wo ich diesen Fingers-Typen finde? Ja, der hat einen abgeranzten Laden an der Jig-Jig Street. Scheiße, wie, der Typ ist richtig mies. So, und das war's dann auch schon wieder mit dieser Mission. Wir gehen dann gleich rein in die nächste, nämlich The Space Between. Und da gibt's dann auch nochmal, so sag ich mal, übergangsweise auch gleich in die Mission Disaster Piece. Und würde einfach mal sagen, ich verabschiede mich schon einmal. Ihr werdet gleich nochmal so einen kurzen Ausschnitt aus The Space Between sehen. Und ja. Vielen Dank, dass ihr mal wieder zugeschaut habt. Have fun, euer Aboram. Bis demnächst auf meinem Kanal.